Baby da, Natas Habeding fehlt mit Mohnbecher im Krankenhaus. Es ist ein Silvesterbaby. Mitte Oktober teilte Natas Habeding Field, 36, diese freudigen News mit ihren Fans. Sie und ihr Ehemann erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Devonne Proppen wollte offensichtlich aber nicht bis 2018 warten. Kurz vor dem Jahreswechsel brachte ihren kleinen Schatz zur Welt. Das teilte die britische Sängerin ihren Fans via Instagram mit. Zwar war denen bisher noch kein schnuckeliges Babypick vergönnt. Stattdessen zeigte die Blondine sich sichtlich erschöpft, jedoch gleichzeitig freudestrahlend im Krankenhausbett, in der Hand einen Kaffeebecher mit der Aufschrift Mom. Oh mein Gott! Ratet mal, was gerade ganz zum Schluss dieses Jahres passiert ist. Das fröhlichste Neujahr aller Zeiten, schrieb zu ihrem Post. Wieder mal berichtet, durften sie und sich über einen kleinen Jungen freuen. Die A Pocketful of Sons Hino-Interpretin und der britische Geschäftsmann sind bereits seit 2009 verheiratet und nach 8 Jahren nun endlich zu dritt. Nach einem atemberaubenden Barbie-Auftritt kurz nach Bekanntgabe der Schwangerschaft können die Fans jetzt also gebannt auf ein erstes Foto von Sohnemann hinfiebern.